Hallöchen. Einmal nur ganz kurz, auch wenn ich da schon mal kurz was etwas Längeres gezeigt habe, aber einmal ganz kurz. Diskettenlaufwerk vom PC 1,44 Megabyte kann man nicht ohne weiteres am Amiga benutzen, ohne es zu modifizieren. Und ich habe im Internet geguckt, wie ich genau dieses Drive oder dieses Laufwerk am Amiga nutzen kann und dort sind paar widersprüchliche Aussagen. Ja, nee, widersprüchlich, aber es heißt, man kann es nicht am Amiga benutzen, zumindest nicht vollumfänglich. Da dieses Laufwerk kein Ready-Signal produziert und somit kann man das nicht mit Xcopy benutzen oder mit anderen Programmen, die dieses Ready-Signal unbedingt brauchen, um zu erkennen, ist da eine Diskette drin oder nicht. Weil Xcopy sagt dann, keine Diskette im Laufwerk. Obwohl eine drin ist. Das hier ist das TEC FD235HF A110. Wenn ihr danach sucht, werdet ihr diese Aussagen finden. Ich habe es aber gemacht und es funktioniert wunderbar. Und zwar habe ich mit dem Oszilloskop geguckt, ob ich ein ähnliches Ready-Signal finden kann. Ich habe eins gefunden und das ist an diesem Connector hier. Die Modifikation ist relativ simpel. Hier dieser 0-Ohm-Widerstand, der hier drauf sitzt, an S6, den lötet ihr runter und lötet ihr auf S5. Den Widerstand, der hier bei DS0, DS1 ist, der auf DS1 sitzt, rüber auf DS0. Pin 34, die Leiterbahn, die zum IC geht, die trennt ihr auf. Das habe ich hier gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist wirklich winzig. Und die Leiterbahn, die hier zum IC geht, die muss dann auf Pin 2. Das habe ich hier vom Pin 1 gemacht. Das geht nämlich zu Pin 34 mit dem Kabel zu Pin 2. Und hier vom Pin 34 zu diesem Connector, und zwar von der rechten Seite der fünfte Pin. 1, 2, 3, 4, fünfte Pin. Von da aus auf Pin 34 und er erkennt das Ready-Signal. Wenn ich das Amiga Test Kit nehme und damit gucke, ohne diesen Kabel hier dran, ohne diesen großen Kabel, sagt er kein Ready-Signal vorhanden oder es kommt reif. Mit Xcopy hat man das Problem, er sagt dann keine Diskette im Laufwerk. Er will dann nicht kopieren, formatieren, sonst was. Mit dem Dings drauf, Ready-Signal vorhanden, Xcopy funktioniert wunderbar. Und wenn ihr im Internet sucht nach TEC, wie auch immer, Laufwerken, werdet ihr eins finden, das ähnlich aussieht. Ist es aber nicht das hier. Das ist ein bisschen anders in diesem Bereich hier. Das sieht nicht genau so aus. Das sieht ein bisschen anders aus. Man könnte denken, es ist das gleiche, ist es aber nicht. Das andere, was hier ein bisschen anders aus ist, das kann man umbauen. Und das hier angeblich nicht, aber ich habe es ja gemacht. Es geht. Ich habe es mit einem Oszilloskop, habe ich mir das rausgesucht. Und es funktioniert. Also, wenn ihr eins umbauen wollt, was ihr, wenn ihr habt, genau so ein Laufwerk. Es ist heutzutage nicht mehr so einfach, genau die Laufwerke zu kriegen, die man möchte. Bei eBay, man kriegt teilweise Laufwerke, die eben so sind und nicht umbaufähig sind, angeblich. Also, wenn ihr das machen wollt, ganz einfach. Von hier Pin 5 darüber funktioniert wunderbar. Den Jumper weg, der dahin den Jumper umsetzen, Leiterbahn auftrennen, Kabel dran, fertig. Ist wirklich einfach. Aber gut, man muss löten können. Sollte nicht jemand machen, der Grobmotoriker ist und mit einem Dachrinnenlötkolben versucht, das zu machen. Das sollte nicht hinhauen. Aber wer einen feinen Lötkolben hat und gut löten kann, der kriegt das auf alle Fälle hin. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.